Ja, vielen Dank für die Einladung und das Wagnis, hier mit Ihnen begehen zu können. Genau, ich habe jetzt nur kurz Zeit, einen kleinen Aufriss zu machen zu dem Beispiel, was gegebenenfalls dann später auch noch zu sehen sein wird, wenn Frank Zöllner seinen Einspieler präsentiert. Genau, also ganz grundsätzlich ist es mir ein Anliegen, noch mal was ganz kurz zum Kontext der Documenta zu sagen, weil wir die Documenta und auch das Bild, um das es geht, nämlich das Banner von Tarin Padi, People's Justice, nicht ohne zum Beispiel dem HistorikerInnenstreit 2.0 verstehen können. Das heißt, der mit der Diskussion rund um Achille Mbembe ausgelösten Frage, inwiefern die nationalsozialistischen Verbrechen des Holocaust in einem komplexen und damit, was in der Diskussion so ein bisschen untergegangen ist, halt eben nicht gleichzusetzenden, sondern komplexen Verhältnis zur Kolonialgeschichte, auch jetzt im speziellen Falle Deutschlands, zu verstehen ist. Das war die gesamte Diskussion, die sich entzündet hat, aus der heraus aber ein Diskurs entstanden ist, ich würde sagen hegemonialer Diskurs gewisserweise, der alles das, was sozusagen mit postkolonialen Positionen, also solchen, die die Kolonialgeschichte versuchen zu problematisieren und damit natürlich auch zu überwinden, assoziiert worden ist, unter Verdacht stand, antisemitisch zu sein.